Jeder Marketingdirektor, jeder Modeschöpfer, jeder CCO, das heißt jeder Chief Creative Officer weiß, dass Produkte nur dann vermarktet werden können, wenn sie eine Geschichte erzählen. Selbst Waren des täglichen Konsums benötigen eine Erzählung, selbst Brot, und deswegen liegen gratis PR-Magazine in verschiedenen Bäckereibetrieben auf. Das hat zu einer wahren Inflation von Erzählungen geführt, und deswegen benötigen wir nicht nur eine Erzählung, sondern wir benötigen die Erzählung. Wir benötigen eine Hyper-Erzählung, eine Meta-Erzählung. Und das ist eben jetzt der große Auftritt des Begriffs Narrativ. Ein Narrativ sagt mehr als 1000 Worte. Es wurde zum Lieblingswort von Feuilletonisten, Essayisten und Journalisten. Das Narrativ. Der Hype um dieses Wort hält nun schon konstant seit mehr als 10 Jahren an, und kein Ende ist abzusehen. Ob Politik, Werbung, Marketing oder Mode, die Krise der Sozialdemokratie, es benötigt ein Narrativ. Was fehlt Europa? Europa fehlt ein Narrativ. Dabei hat die EU ja ein Narrativ, ein ziemlich starkes sogar, in Varietate Concordia, was so viel bedeutet wie in Vielfalt geeint. Ganz ähnlich lautete lange Zeit der Wahlspruch der USA, e pluribus unum, aus vielen eines. Heute heißt es in God we trust, das verstehen auch Nicht-Lateiner. Seit den ersten Kriegstagen leben wir im ukrainischen Narrativ, schreibt Alexander Dubowy, Russland-Experte in der Wiener Zeitung vom 24. März 2022. Wer Verschwörungserzählungen anhängt, findet sich von Wladimir Putins Narrativen gut bedient, schreibt Otto Friedrich in der Wochenzeitung Die Furche vom 11. bis 17. März 2022. Oliver Grimms, Leitartikel in der Tageszeitung Die Presse vom 20. März 2022, trägt den Titel Die Rede des Terminators und der naive westliche Glaube ans Narrativ. Er ist der Meinung, dass Kriege in erster Linie durch Kanonen gewonnen werden und nicht durch Narrative. Das ist grundsätzlich einmal nicht falsch, es ist aber auch nicht ganz richtig. Denn Kriege werden nicht nur mit Kanonen, Raketen und Panzern geführt, sondern auch mit Worten, zum Beispiel mit Desinformation. Lutz Güllner, Leiter der Abteilung für strategische Kommunikation und Informationsanalyse im Europäischen Auswärtigen Dienst, EAD, hat die Aufgabe übernommen, Desinformationskampagnen aufzudecken oder besser noch formuliert, Informationsmanipulation. Und dazu gehört es, Hauptnarrative festzustellen und eventuell Gegennarrative aufzubauen im Sinne einer Public Diplomacy. Public Diplomacy heißt politisches Marketing, es ist Werbung für ein politisches System, für Völkerverständigung und für Kulturdiplomatie. Ja, was ist ein Narrativ? Ein Narrativ muss vor allem kurz sein. Ein Wahlspruch wie in God we trust, eine Maxime, eine Losung, ein Motto, eine Devise, ein Leitspruch, ein Sprichwort, ein geflügeltes Wort vielleicht. Philosophisch höher angesiedelt ist eine Sentenz wie Homo homini lupus. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Der Spruch stammt ursprünglich aus der Komödie Eseleien von Plautus aus der Antike, wurde zum Leitmotiv des englischen Staatstheoretikers und Philosophen Thomas Hobbes. Ein Strategem der List kann auch ein Narrativ sein. Ein Strategem vom berühmten Strategieexperten Sun Tzu, erlebte 500 vor Christi Geburt. Zum Beispiel das Strategem 20, das Wasser drüben, um Fische zu fangen. Ein Narrativ sagt mehr als 1000 Worte. Ein Strategem der List auch. Der Formulierung eines Strategems müssen viele Erfahrungen mit kriegerischen Auseinandersetzungen vorangegangen sein. Oder dann die Utopien. Dann sind da Utopien und Luftschlösser, all das eventuell im Rahmen von Public Diplomacy, von Vertrauenswerbung für ein politisches System. Oder zum Beispiel Faustregeln. Sagen wir, an apple a day keeps the doctor away. Ist das etwa schon ein Narrativ? Ob das Sinn macht, bleibt dahingestellt.
Ein Narrativ ist nicht einfach eine Worthülse für Beliebiges. Und außerdem, auch Worthülsen besitzen Macht. Worthülsen sind ja so etwas wie Gemeinplätze. Wir dürfen die Macht von Gemeinplätzen nicht unterschätzen. Mit Gemeinplätzen betrieben Diktatoren immer große Politik und Philosophen schrieben mit Gemeinplätzen immerhin große Philosophie. Der Philosoph Fritz Mautner fand nur abfällige Worte für den Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Seine Bücher würden aus luftleeren Abstraktionen und Worthülsen bestehen, meinte er. Er hat damit aber die Bedeutung von Hegel überhaupt nicht in Frage stellen können. Hegel gilt unangefochten als Großphilosoph des deutschen Idealismus. Er war zu Lebzeiten bei seinen Studenten sehr, sehr beliebt. Statt Gemeinplatz lässt sich übrigens auch der griechische Begriff Topos verwenden. Das klingt eleganter, weil bildungssprachlich. Topoi sind stereotype Redewendungen, vorgeprägte Bilder, und von diesen lebt nicht nur die Philosophie seit 2500 Jahren sehr gut, sondern auch jede Form von Propaganda. Und da sollte ich stattdessen besser Public Diplomacy sagen. Narrative kommen mit wenig Wörtern aus. Zum Beispiel die Parole Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Sie benötigt bloß 3 Wörter. Der Leitspruch Frankreichs stammt aus der Zeit der Französischen Revolution aus 1789. Aber geht es vielleicht noch kürzer? Gibt es ein Wort Narrative? Denken wir zum Beispiel an den Song Imagine von John Lennon. John Lennon wurde aufgrund seiner Friedensaktivitäten vom CIA überwacht. Imagine, eine Peace- und Friedensbotschaft. Und jetzt werden wir ganz extrem. Gibt es ein Narrativ ohne ein einziges Wort? Ja. Rainer Groß, Facharzt für Psychiatrie und Psychoanalytiker in Wien, berichtet in seinem Artikel Kriege der Erinnerung in der Furche vom 7. April 2022 über eine Demonstration in Nischni Nowgorod. Eine junge Frau, die gegen den Krieg in der Ukraine demonstriert, hält ein weißes Plakat hoch, auf dem nichts steht. Es enthält kein Wort. Die Frau wurde sofort festgenommen. Legendär auch jenes Bild, das unerzählerischer nicht sein kann, das schwarze Quadrat von Kasimir Malevich, erstmals ausgestellt 1915. Ob ein Narrativ mehr als 1000 Worte sagt, kommt eben immer auf den Kontext an, auf den Gesamtzusammenhang. Die Faszination am Nichterzählen ist übrigens keine Spezialität der Moderne. Bereits in der Barockzeit gab es Maler, die die Rückseite von Bildern mehr interessierte als die Vorderseite. Indem sie quasi fotorealistisch die Hinterseite von Ölbildern malten, begründeten sie ein Subgenre innerhalb des Genres des Stilllebens. Dazu gehört beispielsweise das Gemälde des flämischen Malers Cornelius Nobertus Geisbrecht mit dem Titel Rückseite eines Gemäldes aus dem Jahr 1670. Es ist also gar nicht so leicht, das Wesen des Narrativs zu fassen. Wirklich kompliziert ist allerdings dann, wenn wir ganz nach dem Gedicht von Erich Fried, das Gedicht heißt Die ohne Stimme, davon ausgehen müssen, dass Narrative mitunter gar nicht nur durch das Herumsprechen entstehen, sondern auch, wie er formuliert, durch das Herumschweigen. Ein Narrativ sagt mehr als 1000 Worte, und das tut es manchmal auch mit schierer Leere und Erzählverweigerung.